Ja, Markus, also der Pflug hier nimmt einiges weg, gell? Das ist ja ein gutes Gerät eigentlich. Ja, das ist jetzt ein Steiger, und zwar ist das eine Kombimaschine. Mit dem kannst du Sommer- und Winterdienst machen, das ist so, ja. Und das ist ein Allradfahrzeug, den gibt es auch als Zweiradfahrzeug, das ist so, ja. Das heisst, wenn du da unten gestrampft hast, Führerschein, Hinterschein, gell? Ja. Das ist stufenlos, so, oder? Das ist stufenlos, ja. Hydrostatisch, Führerschein und Hinterschein, die man hier auf dem Pedal betätigen kann. Also lockere Geschichte, da kann jeder fahren, ja, oder? Da kann jeder fahren, das ist so. Das ist eigentlich ganz einfach zum Bedienen, das ist so, ja. Man hat ziemlich nasser Schnee, ziemlich schwer, jetzt bist du die Wiese hochgefahren, mag auch viele wegschieben, he? Ja, er hat eine enorme Stosskraft, das ist so. Durch das, dass er einen Allradantrieb hat und so hinten und vorne treibt, ist das natürlich eine enorme Zugkraft, das ist so, ja. Gut natürlich, sicher immer, wenn man eben da jetzt wieder anklappt, ich weiss, man es gesehen, ja, vorne sieht man es nicht, aber hinten haben wir doch noch Schneeketten da, gell? Das ist sicher noch kein Nachteil, ja. Das ist so, das Fahrzeug kann man mit Schneeketten ausrüsten. Für normale Verhältnisse und weniger hohen Schnee tut es, da das Allradsystem hat ohne Ketten. Aber man kann auch mit Ketten ausrüsten, das ist so, ja. Bei mir fährt jetzt auch meine Frau, also auch für Frauen, gell, mit den Lenkung, ganz eine einfache Geschichte. Gell? Das ist so, der hat die Servolenkung drin, das ist jetzt der Park Extra, und der hat Servolenkung drauf. Der geht auch für Frauen sehr eng zum Steuern, also jeder, der kann Töffli oder Autofahrer kann mit dem bedienen. Das ist, wie sagt man denn eine Lenkung eigentlich? Das ist eine Servolenkung, und zwar hat das eine Unterstützung drin, die der Motor hilft zu lenken. Das ist eine ganz ringe Lenkung, wie beim Auto heute auch. Weißt du, ich meine da in der Mitte, der Knick in der Mitte, wie heisst dem? Das ist eine Knicklenkung, die der hat, und zwar ist das wegen der Wendigkeit. Da habt ihr im Sommer wie im Winter sehr ein wendiges Fahrzeug. Also man tut sich eigentlich auf dem eigenen Kreis dort kehren, also ist sehr, sehr wendig, das Fahrzeug, das ist so. Ja. Beim Retourfahren, gell, braucht es ein bisschen Übung, ja, mal, also wenn man... das ist so, aber funktioniert eigentlich wie eine normale Lenkung, die einfach hin oder vorne dann lenkt. Ja. Und natürlich auch ideal, gell, bei Nassschnee. Ja, das ist so. Der tut natürlich durch das, dass er sich kann man überall schön manövrieren. Man kommt um jeden Ecke herum, man kommt um jedes Hindernis herum. Das ist schon der Vorteil. So, ja. Extrem stabil, habe ich festgestellt. Das ist wirklich selten, selten etwas. Ja, das Maschinenli ist sehr stabil ausgeführt. Das ist ein Finish da, das ist von Finnland, das Fahrzeug. Und das ist sehr stabil gemacht und wirklich allwettertauglich für alle Einsätze gemacht, im Winterdienst, Sommerdienst. Sehr massiv gemacht. Das da müssen wir das zeigen, den Sommerdienst können wir das nicht gut zeigen, aber da bei den Rädern da unten, da hängt man einfach dann vorne das Mai-Fahrwerk genau, an. Genau, man sieht hier den Schnellverschluss, den der hat, und dann kann man eigentlich den hochklappen, den aushängen und das Mähwerk einhängen, und dann ist das eigentlich schon tun. Das ist eigentlich ein Schnellverschluss, wie innerhalb von 10 Minuten hat man das gewechselt. Gibt es verschiedene Ausführungen, gell, von der Maiwerkbreite her natürlich? Ja, das aber gibt von 85 cm bis 1,30 m gibt es da verschiedene Maiwerke, die man vorne her tun kann. Und das sind dann Multiclip, sagt man dem. Also das sind Mulchmaiwerke, wie man heute kennt. Und die tun das eigentlich rezyklieren, also die tun das gerade fiefen Mulchen und lassen das liegen. Das gibt eigentlich gerade wieder den Dünger für den Rasen. Man dann da hat, ja. Und wenn es jemand gleich noch wie zusammen ist, kann man hinten Anhänger lernen, der es aufnimmt. Ja, ja, das gibt es, ja, da kann man, ja. Kostenmässig so von bis? Also da kann man eigentlich das einfachste Fahrzeug, Zweiradausführung von 3'500 Franken, bis eigentlich bis zum komfortabelsten Servolenkung mit Elektrostart, alles bis um die 9'000 Franken herum haben. Je nach Ausrüstung und Zubehör natürlich, das ist variiert eigentlich, was man braucht und was man für Ansprüche hat, oder? Und das eben auch bei Mitternacht kann man fahren. Man vorher gesehen, gell, hat Licht. Ja, das ist so. Das sieht man vor allem gerade am Morgen, wenn man Schnee räumen. Heute, wo es am Morgen früh dunkel ist oder am Abend, wenn man heimkommt von der Arbeit, ist es natürlich bequem, wenn man gerade Schnee räumen und Licht hat. Ja. Jetzt hast du auch noch andere Pedale. Das andere haben wir schon gezeigt. Ja. Das Gas, Führerschein, Hinterschein. Was ist denn das da? Das hier ist die Aushebung vom Frontmähwerk, eben vom Schneepflug, jetzt, wo hier abgebaut ist, der selber einrastet dort, wo eigentlich ganz einfach auf und ab geht. Genau, und dann hat es hier hinten da jetzt noch mal etwas. Genau, dort. Das ist dann Bremspedal, wo man hier bremsen kann, wo es eigentlich von der Funktion ähnlich wie im Auto ist. Ja.
Aber wie gesagt, das ist ein, wie sagt man, ein Hydrostat. Das ist ein Hydrostat. Das heisst, wenn man nicht will bremsen, geht man einfach dann hier Retour drauf. Oder? Kann sobald so man ab dem Pedal geht, haltet das Fahrzeug. Darum sehr einfach zum Bedienen. Es kann auch nichts passieren. Man kann praktisch jedes Kind fahren lassen. Fürsche, loslassen ist auf Null. Hinterste geht der Retour. Und zwar stufenlos, wie ich gesagt habe. Das ist also wenn man nicht gerade einen Traktor braucht, so für einen Privatgebrauch oder vielleicht auch noch so für einen Halbprofibereich, ist das recht gut, oder? Ja, das ist wirklich von dem her ein ideales Fahrzeug und vor allem ein vielseitiges Fahrzeug. Also eben, weil man es für Sommer, Winter kann einsetzen kann, ist eine sehr grosse Kombinationsmöglichkeit.